Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer nächsten Whisky-Verkostung. Wir besuchen heute wieder die Distillerie Glenmorangie im Herzen der Speyside oder besser gesagt im Norden der Speyside. Für mich ist es das Herz, weil in der Nähe meine Lieblingsdistillerie ist und diese Distillerie Glenmorangie befindet sich eben in Elgin, die Hauptstadt vom Morayshire. Ne? Und ich habe von Glenmorangie mittlerweile immer mehr bessere Abfüllungen da. Wie gesagt, ich habe es glaube ich beim letzten Video schon mal gesagt, die älteren werden ersetzt. Also den 16-Jährigen, der so ziemlich fad war, wird durch den 15-Jährigen ersetzt und es ist ein Spitzenwhisky geworden. Es gibt einen wunderbaren 18-Jährigen, ne, den ich auch noch mal besprechen werde irgendwann. Dann habe ich verschiedene Single Cask oder auch Handfilled, also Abfüllungen in der Distillerie, schon probieren können. Sehr gut gelungen. Bin wirklich positiv überrascht über diese Entwicklung. Und eine Flasche, die hier zu den günstigeren zählt, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Und zwar ist das der Classic Peated Malt. Ja, warum bin ich vorsichtig? Ich habe eben vor 2 Jahren, als so das umgestellt wurde, diesen Classic mal probiert. Ganz klar, er war günstig. Man muss es einfach mal probieren. Habe den dann eher zum Kochen oder für Marmelade dann verwendet. Denn er hat mich nicht überzeugen können. Also vom Hocker gehauen sowieso. Also wir sprechen hier von einer Flasche, die so, ich sag mal, um die 25 Euro kostet. Deswegen, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Da kann man jetzt natürlich auch nicht den allerkomplexesten Whisky erwarten. Aber für einen All-Day-Dram könnte natürlich schon das ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Und ja, es gibt da von der Classic-Serie, also ohne Altersangabe, einen wunderbaren Port-Finish, einen Sherry-Finish, der sehr gut gelungen ist. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis alle unter 30 Euro. Und einen Chardonnay-Finish. Da gab es auch noch einen 10-Jährigen. Weiß nicht, wenn ihr den noch irgendwo bekommen könnt. Das war die Episode, der mir zu Hause auch nicht geschmeckt hat, aber im Sommer bei einer Gartenparty richtig gut ankam. Ja, so ändert sich das. Und ja, bei diesem Peated, den möchte ich gerne mit euch mal jetzt öffnen. Ihr wisst, ab und zu muss man da ein bisschen atmen lassen, wobei ich jetzt bei dem nicht glaube, dass der so komplex ist und lange Zeit im Glas braucht. Aber vielleicht die gleichen Bedingungen für alle. Na gut, wird man sowieso nie haben. Aber ein bisschen Zeit geben wir ihm. Das heißt, wir füllen erstmal ab. Ja, schon ziemlich rauchig gleich da. Was bei Glenmorangie immer schön ist, die Flaschen sind wunderbar gemacht, wie so kleine Brennblasen nochmal oben drauf. Ist glaube ich bei, nicht glaube ich, sondern ich weiß, es ist bei Old Pulteney ähnlich. Blubbert schön beim ersten Einschenken. Ne? Und vom Äußeren, ja, wie gesagt, sind sie gut gehalten, das ist schöne Farbe. Das Blau spricht die Augen immer sehr gut an. So, wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Wie gesagt, Glenmorangie gegründet, steht auch überall immer drauf, 1897, jetzt in Händen des französischen Konzerns La Martiniquais. Und wie gesagt, wunderschöne Weinfinishes haben die schon gemacht. Also, die haben sehr gute Abfüllungen. Bei dem hier lassen wir uns mal überraschen. Gut, es steht nicht drauf, ob es nun kühl gefiltert ist und die Natural Color ist. Nee, aber Geschmacksinformationen haben wir hier schon drauf auf der Tube. Also Vanilla soll man merken, Peat Smoke, aha, Background, Tangy Rhubarb, Rhabarber, okay, Leder. Vanille wieder und und natürlich Würze. Vom Fass, Long Sweet
And spicy, also langer Abgang. Das erwarte ich mir mal nicht. Irgendwie schade, wenn man es nicht, wenn man nicht weiß, ob man sich darauf verlassen kann. Sollten Sie vielleicht doch dran gewöhnen, mal drauf zu schreiben, ob mit Farbstoff oder ohne. Da es relativ hell ist, wird auch wenig Farbstoff verwendet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man gar keinen verwendet, aber ich sehe hier ein bisschen Schwebeteile. Vielleicht ist er auch gar nicht so kühl gefiltert. Hätte ich eigentlich heute mal probieren können, denn wir haben ja sehr kalte Temperaturen draußen. Nun gut, Slancho, wir ernähren uns jetzt mal. Rauch sofort da. Aber nicht zu kräftig. Ganz angenehm, eher so ein bisschen warmer. Lagerfeuer oder Kaminfeuerrauch. Hat was Würziges. Rhabarber könnte sein, weil es ja draufsteht, ne? Aber ich würde eher so sagen Richtung, was sind so von Gewürze? Fenchel. Fenchel würde ich eher sagen. Ich würde sogar Honignoten. Und jetzt ist schon, hat sich die Nase schon an den Rauch gewöhnt. Irgendwas Öliges. Das Dumme ist, ich habe es gelesen, ne? So geöltes Leder kann ich mir jetzt sogar vorstellen. Wie gesagt, ich erwarte nicht viel. Wir haben 40%. Also wird nicht ganz so viel rüberkommen. Ehrlich gesagt, denke ich fast auch, dass er ein bisschen flach ist, aber wollen wir mal schauen, wie sich es dann wirklich ergibt. Wird immer interessanter, muss ich wirklich sagen. Aber so manch bekannte Noten, die man oftmals in der Nase hat, wie Orangen oder Zitrusfrucht, ist hier nicht da, sondern eher dieses würzige von irgendwelchen Gartenkräutern oder wie gesagt, ich bleibe eben beim Fenchel. Ja, Rhabarber könnte auch so sein, so ganz grüner Rhabarber, also. Aber hat den heutzutage noch jemand im Garten? Als Kind kann ich mich da eigentlich nur dran erinnern. Also, zum Wohl. Kräuter, herbale Note. Kräftiger als ich es gedacht habe bei den 40%. Ist wirklich gut. Würze kommt rüber vom Fass. Der Rauch ist relativ schwach. Habe ich jetzt gar nicht so. Aber jetzt in der Nase. Ihr müsst ja mal beim nicht nur einatmen, sondern ausatmen. Die meisten Gerüche oder Geschmäcker oder so nimmt man ja doch über die Nase wahr. Ja, da hat irgendwas Kräutiges. Irgendwelche Kräuter. Immer. Das ändere ich auch nicht jetzt. Also nichts von Früchten. Wo ich mir schwer tue, ich habe jetzt auch keine Vanille. Keine Ahnung. Würze definitiv. Merk's immer noch. Also ein bisschen Holz. Steht vielleicht, manchmal steht auch irgendwo drauf Zedernholz. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie Zedernholz schmeckt.
Ich beiß da selten rein. Naja, vom Holz steht gar nichts drauf. Nur die Würze. Ja, und die kommt vom Holz, ganz klar. Irgendwas, so ein würziger Aspekt. Aber es ist irgendwas Holziges da, also irgendwie so ein bisschen Harz. Und das ist auch in der Nase so. Falls jemand selber Holz sägt oder im Wald ist oder selber Holz hackt oder sowas. Oder Kaminholz hat, frisches Kaminholz, so ein bisschen was. Von diesem Aroma hat man hier mit drin. Ja klar, ich meine, für 25 Euro ist man beim Whisky, beim Single Malt, ja eigentlich eher an der unteren Schiene, bei den sehr preisgünstigen. Man kann ihn trinken, gar kein Problem, aber ob ich ihn nochmal holen würde. Und dadurch, dass der Rauch so schwach ist, kann ich mir den auch wieder sehr gut in Marmelade mit vorstellen. Passt sehr gut in Himbeer- oder in Brombeermarmelade rein. Meiner Meinung nach. Ja, die Würze. Die Würze hast du im Mund die ganze Zeit. Ja, probier den mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.